Es schmeckt und riecht wie Achselhöhle. Food Porn. So lecker. Ich weiß, mein Mann liebt dieses Wort, aber es ist so lecker. Und oh mein Gott, es schmeckt so lecker. Am besten mit... Hallo ihr Lieben! Warte mal, wie schaue ich besser aus? So. Nackig. Nackig, nackig, okay. Ich mache mich nackig, so sehe ich besser aus, hat er gesagt. So, und ihr Lieben, Food Hall Zeit! Es gibt wieder ein neues Food Hall, ja? Ein neues Essenstagebuch, wollte ich sagen. Wo bin ich eigentlich? Einen neuen Food Hall. Wir waren gerade im Kaufland einkaufen. Letzte Woche habe ich noch so geschwärmt vom Aldi und habe gesagt, boah, ich glaube, ich mache jetzt halt mal immer das. Und wo sind wir gelandet? Heute beim Kaufland. Weil eigentlich wollten wir nur, was wollten wir nur kaufen? Kartoffeln. Mein Mann war nämlich mit beim Einkaufen. Ja, aus einmal nur Kartoffeln wurde dann doch ein Wocheneinkauf, weil ich dann doch die Wochenangebote vom Kaufland rausgeschrieben habe. Das ist natürlich auch immer sehr verlockend, ne? Beim Aldi hätten wir bestimmt nur Kartoffeln und Brot gekauft. Und, naja, mein Mann sagt, aber beim Kaufland habe ich dann schon gleich eine Einkaufsliste geschrieben, was denn so im Angebot ist. Und ja, da ist wieder ein bisschen mehr drauf geworden. Deswegen ein bisschen mehr als ein ganz normaler Wocheneinkauf, wie sonst auch immer, haben wir halt diese Woche wieder beim Kaufland eingekauft. Aber eigentlich will ich schon jeden Monat woanders einkaufen. Aber ich fand es auch ganz gut, dass mein Mann heute dabei war, weil der kann ja momentan kein Fleisch essen. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal veröffentlicht? Ich glaube nicht. Denn ihr wisst ja alle, wir hatten Corona. Und seitdem, seit ein paar Wochen ist es so, also erst konnte er nicht mehr riechen, mittlerweile riecht er wieder. Das Nicht-Riechen war ja ganz gut, zum Windeln wechseln und so, aber jetzt riecht er wieder, aber jetzt schmeckt er die Sachen, also viele Sachen anders. Vor allem ganz extrem ist es bei Eiern und bei Fleisch. Eier und Fleisch, er sagt immer, es schmeckt und riecht wie Achselhöhle. Nach Schweiß, es stinkt richtig eklig und so schmeckt er das dann auch. Also wenn ihr was riecht wie Achselhöhle, das will man nicht essen. Und genau das ist bei Fleisch, bei Ei. Wurst. Wurst, Wurst. Also wenn er nur die Leona-Packung oder irgendwas öffnet, das ist dann so ein richtig ekliger Geruch. Und dann probiert das, weil er Bock drauf hat und das schmeckt ihm nicht. Ja, deswegen, ja, sehr schwierig. Bei Schwarzwälder Schinken zum Beispiel wieder, da geht's wieder, weil der wahrscheinlich so salzig ist oder so. Aber... ja, Salami geht auch so grenzwertig. Ja, sehr interessant. Ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt. Also ich zum Beispiel habe das gar nicht. Ich hatte es ja auch. Ich habe absolut keine Nachwirkungen. Ich hatte auch nie Probleme mit dem Geruchssinn, Geschmackssinn. War bei mir nie weg. Ich hatte gar nichts davon. Bella dagegen, die Bella, also meine zweite. Nee, meine erste. Gut, Bella ist meine erste, die älteste. Die sagt bei manchen Sachen nicht ganz so schlimm wie mein Mann, aber bei manchen Sachen sagt sie auch, irgendwie schmeckt es anders. Hähnchen zum Beispiel. Hähnchen und Hackfleisch. Hähnchen und Hackfleisch ganz schlimm. Letztens hat sie gesagt, ich mache immer die gleiche Spaghetti Bolognese Soße. Also Mama, heute schmeckt es mir nicht. Nee, das schmeckt nicht. Also ich mache die Soße immer genau gleich. Also es ist schon sehr interessant. Mein Mann sagt auch, das ist manchmal stärker, manchmal schwächer. Jetzt hat er sich gerade wieder ein Salami... weil man hat ja Bock drauf, man weiß ja eigentlich, wie es schmeckt, aber ich kann ihn da schon verstehen, wenn es dann nach Achselhöhlen schmeckt oder riecht, also diesen beißenden Geruch, da hätte ich auch keinen Bock drauf. So beschreibt er es auf jeden Fall. Ja, ihr könnt ja mal gerne, ob ihr auch solche Erfahrungen habt, das würde mich echt mal interessieren. Wir haben auch schon ein bisschen gegoogelt und haben auch schon gelesen, dass das viele haben, also dass so viele, und bei manchen bleibt es für immer, bei manchen nur ein paar Wochen. Mein Mann sagt, ja, hoffentlich nur, dass es für ein paar Wochen ist. Aber der Geruchssinn kam ja auch wieder. Ja. So, aber jetzt zum Einkauf. Ich hab zugequatscht. Aber es ist einfach ganz interessant, ne? Nur mal eine Käse. Und bei der Luana und bei mir ist nichts. Nix. Wir hatten es ja auch. Nur den Käse, der ist schon offen. Achso, den Käse. Käse? Ja, da war der Käse eigentlich der Leerwärmer im Angebot. Für 1,29 restlos ausverkauft. Deswegen musste ich auf den ganz normalen Käseausschnitt zurückgreifen für 1,49. Ich habe mir ein Buttercroissant mitgenommen, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte, 49 Cent. Danach habe ich aber noch was Besseres gefunden, das habe ich dann auch noch mitgenommen, aber seht ihr gleich. Quetschis für 1,29. Roggenvollkornbrot für, was soll das kosten, 69 Cent. Bananen 99 Cent das Kilo.
Kilo. Sahne zum Kochen brauche ich das öfters mal für 69 Cent. Lass mein Hintern in die Luft. 59 Cent. Echte. Ja. 59 Cent. Habe ich so einen schönen Arsch in der Hose, ne? Nein. 59 Cent. Der war nur im Weg. Der war nur im Weg. Für Mini-Salami, dann haben wir hier Weißwürstchen, Münchner, 2,29. Ich habe mir den Kassenzettel gar nicht angeschaut. Wie kaufst du die? Weil ich manchmal auch da Bock drauf habe, weil ich habe noch alle voll perfekten Geschmacken. Ich habe mir den Kassenzettel vorher nicht angeschaut, ich schweine. Aber schauen wir mal, ob ich das auch auswendig so hinkriege. 66 Cent für Dattel-Tomaten. 1,29 für 2 Kilo Karotten. Ich weiß gar nicht, warum ich das mitgenommen habe. Ja. Karottensalat hätte ich mal wieder Bock, wie wär's? Nein. Ach komm. 1,29 für Quetschis. Die habe ich zwei Packungen. Oh, doch, ich habe voll Bock auf Karotten. Wir wissen aber eh nicht, wie es den Knoblauch ist. Ja, dann machst du halt mal keinen Knoblauch rein. Die Quetschis vom Aldi schmecken der Luana nicht. Deswegen habe ich jetzt beim Kauf noch zwei Packungen. Irgendwo musst du noch eine Packung sein. 99 Cent für Rama, die war im Angebot. Pommes, 1,19 €. Und Köln-Müsli, die war auch im Angebot für 1,99 €. Dann hat er sich drei Laugenbaguettes mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was kosten die neuen? Keine Ahnung. 39 Cent. Ich habe den Kassenzettel heute nicht vorher angeschaut. Ich schwein, aber ich krieg das schon hin. Oh, was ist passiert? Falls er sich den Dino wieder auf den Kopf kauen. Davon hat er sich drei Stück mitgenommen, so Laugenbrötchen, aber die isst er schon, deswegen ist da nur noch eins drin. Nee. Dann haben wir hier Dickmanns in dem Angebot für 1,29 €. Wie schlecht kann ich schlagen müssen. Vier Semmeln, das ist nämlich genau das, wo ich dann gedacht habe, naja, jetzt bräuchte ich das Croissant nicht mehr. Dickmanns-Semmeln, kennt ihr das? Oh mein Gott, Food Porn, so lecker. Ich weiß, mein Mann liebt dieses Wort, aber es ist so lecker. Ganz normale weiße Semmeln, eine Mohnkopf unten reinquetschen und oh mein Gott, oh cool, das kann man mitnehmen. Oh, super Dickmanns-Berliner, okay. Das schmeckt voll überbelichtet. Oh Gott, wenn die Überbelichtung weggeht, schaut's mal. Auch eine gute Idee, oder? Mit einem Dickmann und dann der. Oh, das muss ich mal probieren. Mit einem Krapfen, den Dickmann rein. Boah. Boah, Zucker pur, ey. Voll für mich was. Ja, Semmel jeweils 15 Cent. Koppenrad und Wiese, die allerbesten Semmeln ever. Ich muss immer nur fragen, ob wir noch Platz in der Gefriertruhe haben. Haben wir 88 Cent, die waren im Angebot. Richtig lecker. Dann habe ich ja letztens gesagt, die vom Aldi, die Semmeln sind besser. Ja, aber wir waren ja heute nicht beim Aldi, deswegen habe ich hier Kaiserbrötchen nochmal mitgenommen. Die sind auch nicht schlecht, keine Frage. Aber die vom Aldi, die sind wirklich noch eine Nummer besser. Wobei sie von einem halben Jahr ungefähr, wo ich sie zuletzt gekauft habe, nicht gut waren. Aber ich glaube, die haben halt nochmal geändert. Ja, auf jeden Fall habe ich die jetzt so. Kaufland mitgenommen, 55 Cent. Der Milram-Quark ist im Angebot für 69 Cent. Da habe ich, was habe ich da? Gedacht. Da habe ich mir was gedacht. Pellkartoffelquark. Genau, deswegen bin ich nochmal zurückgelaufen. 99 Cent für Toast. Da habe ich mir gedacht, vielleicht nochmal Sandwich-Toast die Woche machen. Ich denke mir schon bei jeder Sache, ob was wir damit kochen könnten. Croissants für 1,39 €, die mag die Bella wahnsinnig gerne. Dann hat uns Seva, naja, man nennt es Küchentücher, Saufstab, gefehlt für 1,95 €. Nehme ich eigentlich immer beim Action mit, aber ich war die Woche noch nicht beim Action. Wow, ich war die Woche noch nicht. Normal bin ich Stammgast und ich bin immer einmal die Woche dort, ne? Dann habe ich Hackfleisch mitgenommen, weil ja so gerne gerade hier Hackfleisch gegessen wird. Eigentlich nicht, aber das war für 1,2 Kilo für 3,99 €. Und dann dachte ich mir, friere ich wieder in diesen Portionen ein. Und irgendwann wird es denen schon wieder schmecken, weil dann gibt es eine Spaghetti Bolognese. Ja, bis denen wieder Fleisch nicht schmeckt, essen wir halt ein bisschen weniger davon. Schadet auch nicht. Ich bin ja sowieso nicht der größte Fleischfan. Bei mir reicht ja eh so ein Stück. Aber nicht das. Schmeckt ihm nicht? Er ist bestimmt, ich bin gespannt, ob er das schmeckt. Weiß ich nicht. Hast du gedacht, ich muss mal mitnehmen, du hast Bock drauf. Das ist ja das Interessante, er hat Bock drauf, er öffnet es und sagt, boah, nee, geht gar nicht. Also, gezwungen, Vegetarier zu werden, ne, hier. Was ja auch nicht schlecht ist. Aber es ist halt, ich glaube, dieses Gefühl, man hat eigentlich Bock drauf und man macht es auf, man kann es nicht essen, weil es halt so stinkt, ist halt schon irgendwie schwierig. 3,89 €.
solche Dinger-Booster hier, 65 Cent, Taschentücher Tempus, 1,29 für Gurke, momentan hat die echt einen stolzen Preis, Ketchup einmal für 79 Cent und Mayo für 95 Cent, also wenn die Preise mal stimmen, ich weiß es nicht, also die alten Preise, die ich sonst auch noch im Kopf hatte, Schmand für 65 Cent, vielleicht ist ja irgendwas teurer geworden. 1,11 € für mein Davista und Davista schmeckt besser wie, wie hieß es anders? Get It von Aldi. Da schmeckt Davista besser. Davista hat so eine leicht salzige Note im Abgang und Get It nicht, aber Get It kann man auch essen. Also ersatzweise gibt Get It auch. Nochmal Käse, naja, weil Käse momentan, deswegen habe ich mich so geärgert, dass der Lehrer mal leer war, weil Käse momentan hier, die Luana liebt Käse über alles und mein Mann ersatzweise statt Wurst so jetzt immer Käse auf sein Brot. 1,49 €. Dann Barbecue Chicken Nuggets. Da ist eigentlich Chicken Wings, Entschuldigung. Da ist eigentlich die XXL-Packung im Angebot gewesen, 2,99 €. Aber die war natürlich schon weg, weil, achso, habe ich auch nicht gesagt, ist heute der letzte Angebotstag. Morgen kommt das Video erst für euch online. Wow, heute mal nicht ganz aktuell. Da habt ihr die ganze Angebotswoche von letzter Woche noch gehabt. Aber naja, ist halt jetzt so. Nichts machen. Wir waren am Mittwoch so, war es sehr schön ruhig. Also wenn ihr es ruhig haben wollt beim Kaufen, dann geht es am letzten Angebotstag sehr ruhig, aber alle Angebote sind weg. Also keine Ahnung. 2,99 €, aber ohne die XXL. Sonst wäre XXL. Genau, sonst wären da glaube ich 250 Gramm mehr drin gewesen, aber die waren natürlich schon ausverkauft. Genauso die Fischstäbchen, die ich eigentlich wollte, die wo für 3,49 € waren und die doppelte Menge drin war, die waren auch ausverkauft. Also das ist halt dann der Mittwoch beim Kaufland. Aber dafür schön ruhig. Wir haben da richtig gechillt, umeinander gestöbert. Ich konnte sogar noch filmen, habe noch für Instagram noch jedem gezeigt, was so leer ist. Also richtig cool. Da freut es mich übrigens immer noch, wenn ihr da auch mal rüberhüpft. Lisa Schnabber heiße ich, genauso wie hier. Und da seht ihr sowas wie Alltagsvlogs von uns den ganzen Tag. Den ganzen Tag zeige ich da, was wir so machen, was wir tun, was wir treiben. Was? Was? Ich bin Vollmond redet man nicht, das sagt bei den Kindern schon. Duplo. Im Angebot, 1,49 €. Bayerischer Leberkäse, das wird es jetzt dann gleich zum Mittagessen geben. Nicht so Leberkäse, sondern mein Mann kocht Nudeln, brät Kartoffeln scharf in der Pfanne an, unsere leckeren Bratkartoffeln, macht die Nudeln zu den Bratkartoffeln, schnippelt da noch in Würfeln Leberkäse mit rein, alles nochmal zusammen anbraten, bisschen würzen und oh mein Gott, es schmeckt so lecker. Am besten mit Hellas Gewürzketchup. Und ein paar Äpfel haben wir auch noch mitgenommen für 1,79 €. 1,79 € ganz normal. Ich hatte nämlich keinen Bock da auf. Wisst ihr, was mich immer so ein bisschen nervt? Dieses Abwiegen, dieses Hinlaufen und den Bappal draufkleben. Wo ist das immer? Bei den Bananen. Immer das Abwiegen. Und deswegen habe ich mich dann einfach für verpacktes Zeug entschieden, weil das mich immer nervt mit dem Abwiegen. Ja, bin da immer sehr faul mit Thema Abwiegen. Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel einzelne Tomaten nimmst, dann musst du ja auch irgendwie entweder praktischerweise ein Netz mitnehmen, was wir ja auch haben, oder nimmst du halt die olle Plastiktüte und dann, wenn nicht, dann kullert ihr dir alles sonst zur Ruhe hin und dann ist der Papa weg und ach. Deswegen habe ich mich einfach gedacht, abgepackt, obwohl die Pink Lady Äpfel besser schmecken oder die älteste Äpfel, aber da jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Und ein Sixer Wasser noch für 19 Cent die Flasche, Mineralwasser. Und Cola Light war im Angebot für 29 Cent die Flasche und da habe ich zwei Sixer mitgenommen. Genau. So, und wo ist der Kassenzettel? Also ich sag ja, also im Endeffekt ist es schon wieder ein großer Einkauf geworden. Also ich werde die Woche nur noch ein paar frische Sachen einkaufen. Mehr werde ich da nicht einkaufen. Ich habe so Haarausfall immer noch. Mehr werde ich da nicht einkaufen. Aber eigentlich wollte ich woanders einkaufen. Aber ich hatte dann auch keinen Bock. Und dann habe ich die Angebote gesehen vom Kaufland und dachte mir, ah, das ist gut. Und im Endeffekt hat man dann wieder viel mehr gekauft. Ich glaube, das verleitet im Kaufland halt auch Angebot, kauf mal. Ja? Also es verleitet zu mehr kaufen. Mich verleitet es zu mehr kaufen. Mein Mann, wenn ich ihn geschickt hätte, hätte er wirklich nur Brot gekauft. Aber ich habe es mir auf dem Zettel aufgeschrieben. Kartoffeln. Aber ich habe es mir ja auf dem Zettel geschrieben. Ja, ach so, den 10 Kilo Sack Kartoffeln habe ich euch nicht gezeigt. Boah, ich krieg den nicht hoch. Und 10 Kilo Sack Kartoffeln haben wir noch gekauft für 3,99 €. Also da haben wir jetzt dann die nächsten. Wir sind voll die Kartoffelfans. Ich sag ja, heute wird es angebratene Kartoffeln geben, dann gibt es Pellkartoffeln. Wir machen eigentlich ständig Kartoffeln. Bei uns gibt es mindestens 3 bis 4 Mal die Woche Kartoffeln. Irgendwas mit Kartoffeln. Kartoffelbrei, angebratene Kartoffeln. Kartoffeln in der Fritteuse, Ofenkartoffeln, Pellkartoffeln. Ah. Kartoffeln sind so vielseitig und lecker.
Auf jeden Fall habe ich ausgegeben, das fragt ihr euch ja jetzt bestimmt die ganze Zeit, 60,13 €. Ja. Und durch die Kaufmöglichkeit habe ich ganz 23 Cent gespart. Wow. Ihr Lieben, vielleicht schaffe ich es ja nächste Woche, woanders einzukaufen. Mhm. Oder vielleicht reicht es ja auch gar nicht so lange mit der Einkauf. Und, Da sind noch mal Äpfel. Ja, wir brauchen immer Äpfel. Ja, du hast schon mal. Äpfel hat man immer genug. Ja, das ist ja noch mal ganz ja, aber, ja, Äpfel. Du hast, wir haben nur einen Apfel da. Ich habe schon nur noch eine Packung Äpfel. Aber du hast einen, wir haben noch Äpfel, einen Apfel braucht da. Man immer. Egal. Die eine Ding, den letzten Apfel habe ich weggenommen. Aus der Verpackung. Okay, wir haben nur einen einzigen Apfel. Ach, du hast mich nicht verstanden, das ist keine Ahnung. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Über den Daumen nach oben, würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und hüpft gerne mal auf Instagram rüber, Lisa Schnapper. Ich würde mich freuen. Ihr Lieben, vierte, bis zum nächsten Mal.